Und damit, liebe Leute, willkommen zurück zu Minecraft Dungeons. Ja, es ist so wunderschön, Minecraft Dungeons. Könntest du den ganzen Tag nur spielen, ohne Pause. Okay, es war jetzt ein bisschen Ironie dabei. Nein, aber es ist wirklich ein gutes Spiel und, ich weiß nicht. Fernkampfschaden 43. Ich glaube, das verzauber oder verwerte ich. Und das verzauber ich dafür. 50% Geschoss verursachen bei verzauberten Gegnern mehr Schaden. Alle 5 Schüsse, eine Zeitzündersprengladung und Geschoss wird im Flug größer und verursacht zusätzlich Schaden bei weiteren entfernten Gegnern. Oh, was haben wir da? Gewährt dir mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sofort nach dem Schuss einen neuen Pfeil. 8% erhöht die Angriffsgeschwindigkeit mit jedem Schuss, wird eine Wahrscheinlichkeit von 20 wird ein Kreisfeuer im Bereich erzeugt, in dem alle Verbündeten geheilt werden. Also hier, es sind halt diese zwei Verzauberungen, die ich gerne hätte. Ich glaube, hier nehme ich das schon mal. Und hier kann ich jetzt noch einen Punkt reinsetzen. Alle 5 Schüsse. Den maximalen Schaden kommen. Ja, da brauche ich dann schon wieder 2 Punkte. Weil wir haben ja jetzt die Herausforderung, dass unser Equipment mal wirklich einfach viel zu schwach ist. Deswegen müssen wir uns halt auch eine Mission suchen, die beispielsweise für uns gedacht ist. Und ja, das wäre hier die hier. Wir können jetzt hier einen Schwierigkeitsgrad runtergehen. Empfohlen. 27. Eigentlich haben wir es nur verbockt, weil wir einfach dumm waren. Ich werde es einfach nochmal probieren, den Obsidian-Gipfel. Ich glaube, ich habe da ein gutes Gefühl, dass es diesmal eher was wird. Aber, ja. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Ich hoffe einfach mal auf das Beste. So. Nein. Ja, es ist schön, dass es abprallt. Ah, wie gerne hätte ich jetzt einen Begleiter. Bumm. Schade, kein Bumm. Und wie gerne hätte ich auch Pfeile. Na, ja, es wird, glaube ich, wieder nicht der Run. Wenn ich hier keine ordentliche Waffe habe, dann kann ich das echt knicken. Oder beispielsweise. Nein! Ah. Das meine ich. Da haben wir keine Chance. Wow, wow, wow. Ah, ja, moin. Moin, kommt doch alle hinterher. Opfer. Hui. Ei, ei. Wir halten uns mal ganz kurz hier hoch. Das ist echt heftig. Erstmal weg. Den weg. Den weg. Uff. Wir leben. Das ist hier so ein blöder Magier. Oder Priester oder wie auch immer. Ganz immer wieder in die Suppe spuckt. Wortwörtlich.
Nein. Ey. Warum dreht er sich immer dahin? Wo komme ich nicht hoch? Ich habe so keine Chance. So. Das ist... Ich verstehe es gerade nicht. Ich verstehe es nicht. Ich habe wirklich jetzt einen guten Bogen. Ich habe gutes Equipment. Ich muss mir den Magier holen. So. Und den erstmal platt machen. So, komm her. Oh. Hui. Weg ist er. Genau, springt einfach mal alle weg. Hallo. Apfel nehmen? Danke. Puh. Das ist heftig. Jetzt haben wir den da noch. Ich bin Level 21. Ach, das war mein Item-Level, was er meinte, was bei mir so entsprechend gut ist. Das war natürlich nochmal ein Unterschied. Wenn es auf das Item-Level bezieht, dann habe ich natürlich dann echt, klar, vielleicht gute Items, aber ich habe nur noch 9 Pfeile. Na, kommt ihr zwei. Kommen die da auch noch rüber? Nö, die kommen nicht rüber. Oh mein Gott, das wird echt ja. Ich weiß nicht, es wird irgendwie, glaube ich, eine Runde, wo ich oft sterben werde. Super. Es war so klar. Es war so klar, dass jetzt diese Stelle kommt, wo ich mir denke, scheiße. Heil mich, heil mich, heil mich, heil mich. Schön. Immer kommt einer rüber, finde ich ganz praktisch. Komm, geh ein bisschen dahin. Ach, Mann. Halt, wieso kann der denn schießen? Wieso? Tür ist offen. Ah, das war klar. Und sind die Leuchtfeuer. Ah, da war wieder was. Und. Solange der Pilz aktiv ist, bin ich auch aktiv. Oh, endlich mal eine bessere Waffe. Bitte lass da jetzt eine bessere Waffe drin sein. Nur Brot und Pfeile.
So. Oh, ich habe schon viele Erfahrungspunkte. Jedenfalls in der Theorie, in der Praxis sah es wieder ein bisschen anders aus. Oh, dieser blöde Magier. Tschüss. Andalira. Andalira gefällt mir mal als Buff. Ich weiß jetzt gerade echt nicht. Soll ich da hingehen oder in die Richtung oder nicht? Nein, theoretisch wird da ja nichts großartig sein. Außer vielleicht wieder so ein riesengroßer Klops, der mich wieder platt macht. Hier zum Beispiel ist gar nichts. Und da oben könnte halt eine Truhe sein. Vielleicht eine Truhe, die ich gebrauchen kann. Und ansonsten sind halt auch Erfahrungspunkte. Das darf man auch nicht vergessen. Oder einfach eine Sackgasse. Das ist natürlich ärgerlich. Hier ist ein Haus. Jetzt würde ich gerne echt... Schießt da nicht mit Pfeil und Bogen auf mich. Schlimm ist, wenn sie treffen. Redstone Golem. So kann ich den Redstone Golem besiegen, aber ich habe nicht jedes Mal 30 Pfeile. Das ist das Blöde an der ganzen Sache. Da ist der nächste Redstone Golem. Und da muss ich eigentlich rein theoretisch gar nicht lang. Das macht gar keinen Schaden. Der rafft es nicht. Ups. Wow. Oh. Ich bin echt drauf geworden. Wo bin ich denn? Na, du bist mich hinter dem Redstone Golem. Sag mir jetzt jedenfalls, dass da... Das gibt's ja nicht, dass noch einer. Jedenfalls, dass, da, dass ich dafür jedenfalls... eine Truhe bekomme. Das ist alles für nix? Ich glaub's nicht. Oh, weia. Das ist alles für nix. Oh, für zwei Redstone Golems. Uiuiui. Alles war für die Katz. Die gleiche Kammer, oder? Magier? Hasse Magier. Hatte ich da
ich da jetzt was an Equip bekommen oder nicht? Toll. Oh, eine bessere Waffe. Das war doof. Das war mega doof. Bäh. Das war mega, mega doof. Ich bin so gut wie tot. Ist so, ich bin fast... Also, eigentlich bin ich so gut wie tot. Kann ich nichts machen. Okay, so habe ich dich ein bisschen in der Kontrolle. Oh nein, er ist jetzt so weit weg. Komm her. Oh. Geschwindigkeitstrank. Na super. Dafür habe ich jetzt gekämpft. Oh Mann. Leute, Leute, Leute. Ich würde sagen, in der nächsten Folge sehen wir, wie es weitergeht. Ich bedanke mich ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal und ich bin euer Traut rein. Tschüss.